Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im LS22 im regnerischen Wald in unserem neuen alten Holzprojekt. Ja, die zwei Sägewerke laufen mittlerweile wie am Fließband. Bodenbelege laufen ja auch. Da haben wir schon das ist die erste Palette, ne? Wenn wir jetzt auslagern, genau, 1000 Liter. Die erste Palette Holzfliesen. Wie sieht die jetzt aus? Hä, vor allen Dingen, wo ist die? Die müsste ja hier hinten irgendwo sein, ne? Fahren wir mal hin. Haben wir auch schon die erste Palette Papier? Treppenbelege? Nein, haben wir noch nicht. Schade. Schade, schade, schade. Aber die erste Palette Holzfliesen ist fertig. Holzfliesen? Holzfliesen. Holzfliesen. Aber weiß nicht, würdet ihr Holzfliesen verwenden? Für mich sieht es denn... Ach, Parkett. Ja, gut, jetzt komme ich da selber drauf. Haha. Holzfliesen. Hä? Ich habe irgendwie an eine Wand gedacht, aber nee, Holzfliesen kommen nicht an eine Wand. Hehe. Gut. Ja, ich habe hier nochmal versucht, die letzten Bäume hier einzusammeln. Hat nicht ganz so geklappt. Also diese ganz kleinen Pitzelstücke, die will er irgendwie nicht aufladen. Nein, einsteigen wollte ich nicht. Ich wollte runter machen. Ich wollte ja die... Beziehungsweise ich möchte gerne die Stumpen hier entfernt haben. Das wird jetzt ein bisschen... Ja, dauern. Wenn sie sich denn entfernen lassen wollen. Die kleinen Stücke, die hier überall noch rumliegen... Ja, da werde ich mir irgendwie einen Anhänger mieten oder keine Ahnung was. Und die dann auch noch mal ins Sägewerk schmeißen. Ja, diese Folge werden wir hier fleißig... Na komm. Wenn sie es denn zulassen. Ja, gut. Passt. Wenn wir die Baumstümpfe wegmachen. Und dann möchte ich das Land natürlich gerne umbrechen und... hier eine Wiese drauf anpflanzen. Beziehungsweise irgendwas drauf anpflanzen. Und dass wir das Land denn anders bewirtschaften. Also dieses kleine Stück Land, was wir jetzt natürlich gerodet haben. Und dann tauchte in den Kommentaren auch die Frage auf, das, was ich abholze, ob ich das natürlich wieder auch aufforste. Und ja, also die Map ist ja riesengroß, hätte ich jetzt beinahe gesagt, mit mega viel Wald. Also in den nächsten Folgen werde ich nichts aufforsten. Aber wenn wir da bei Folge XY sind... und hier einiges am Wald wirklich gerodet haben, denn werden wir definitiv auch wieder aufforsten müssen, weil ich möchte ja nicht den kompletten Wald hier kaputt machen und ich habe beinahe gesagt, nur Mist hinterlassen, sondern ich möchte ja auch die natürliche Basis auch wieder belassen und da natürlich auch den Tieren hier im Wald auch ein bisschen wieder was bieten. An Pflanzen, Büschen, Bäumen natürlich auch wieder. Und da werden wir sicherlich auch den ein oder anderen Baum oder die ein oder anderen hunderttausende Bäume wieder pflanzen. Nicht alles Fichten, weil das ist mir denn zu eintönig, sondern ich würde ganz gerne einen Mischwald draus machen. Mischwälder
für diejenigen, die das nicht sagt, beinhalten natürlich auch Laubbäume. Das heißt, wir werden auch Eichen anpflanzen, Ahorn, was es sonst nicht noch alles gibt. Wird dann natürlich wieder ein bisschen schwierig, die zu fällen, aber ich nehme mir die Zeit. Und ich denke mal, vielleicht habt ihr sie ja auch und möchtet dann auch mal sehen, wie ich mich dann abquäle, eine Eiche wieder zu fällen. Oder eine Birke. Und ja, also mittlerweile ist es ja dahingehend bei den Förstern angekommen, ich glaube so die letzten 20, 30, 40 Jahre, beziehungsweise bei einigen noch nicht so lange, schnell her, dass sie wieder darauf zurückgreifen, Mischwälder zu pflanzen. Einfach weil es dem Wald dann besser tut oder ja, besser geht, dass der sich dann gegenseitig schützt, als wenn man da nur Fichten anpflanzt oder Kiefern. Da ist ja der Borkenkäfer ein ganz, ganz großes Thema. Wenn man jetzt mal in den Harz guckt, wie viele Bäume, also der Harz ist bei mir in der Nähe, hätte ich beinahe gesagt, so circa, was waren das, 200 oder 300 Kilometer weit weg. Ich glaube irgendwas bei um die 200 oder 250 Kilometer ist ungefähr der Harz von mir weg. Ja, irgendwie so kommt das hin. Ich müsste jetzt genau googeln, um die Kilometerzahl zu wissen, aber so circa. Und wer von euch schon mal im Harz war, zum Beispiel zum Skifahren oder so, das ist da ja auch alles möglich, wenn denn noch Schnee liegt, ne? Nächstes Ding. Dann sieht man da Teilstücke, die wirklich baumlos sind, weil der Borkenkäfer sich natürlich wie zu Hause gefühlt hat. Und auch da werden, das ist bei mir jetzt aber auch nur Hörensagen, also das, was ich gehört habe, wollen die einzelnen Förster bzw. die einzelnen Privatleute Mischwälder anpflanzen, einfach um die Natur auch wieder so ein bisschen zu stärken und einzelne Bäume, die natürlich auch gewinnbringend verkauft werden können sollen, auch ein bisschen mehr zu schützen. Dann macht es natürlich ein bisschen mehr Arbeit, die einzelnen Bäume aus dem Wald zu holen, die schnell Geld bringen. Also so eine Fichte bringt ja schneller Geld als eine Eiche, einfach weil sie schneller wächst. Aber auch wenn man sich das denn mal, wenn man sich denn mal eine Eiche anguckt und einfach mal zum großen Holzhändler geht und fragt, was denn so ein Kubikmeter Eiche kostet, denn schlackern einen die Ohren. Ja, als ich noch jünger war, habe ich zum Beispiel von einem Fachwerkhaus geträumt. Das sind diese ganz, ganz alten Bauernhäuser, beziehungsweise diese ganz, ganz alten Stadtvillen, kann man auch schon fast sagen. Wer zum Beispiel mal in Lüneburg war oder in Städten, wo noch ganz, ganz alte Häuser stehen. Ich glaube, Bremen hat auch so eine gewisse Ecke mit älteren Häusern und ganz, ganz viele Städte ja auch. Also ganz, ganz alte Innenstädte, da stehen meistens Fachwerkhäuser drin, ne, mit diesen wunderschönen verschnörkelten Malereien noch und so. Und das war mal mein Traum, dass ich mir auch sowas baue, beziehungsweise bauen lasse. Und dann hatte ich mir das mal selber ausgerechnet, ne? Ich bin ja Dachdecker. Und dann habe ich ganz schnell gesagt, nö, ich baue ganz modern und kostengünstiger. Weil mein Haus hat ungefähr eine Quadratmeterzahl von, also offiziell sind es glaube ich 100,
5 oder so inoffiziell, also wenn man alles mit einrechnet, den Flur, Spitzboden etc., dann sind es so ca. 150, kann man sagen. Pi mal Daumen sind es 150. Und hätte ich daraus ein Fachwerkhaus gemacht, dann wäre ich schon damals vor 5, 6 Jahren bei ca. 600.000 bis 700.000 Euro rausgekommen. Das waren für damalige Verhältnisse, hätte man sich dafür so ein kleines Schlösschen bauen können. Wenn man jetzt bauen will, ich glaube, der Baupreis, zumindest für meine Region, also für mein Haus, was ich so gebaut habe, sind so 300.000, 400.000 Euro. Also locker 300.000 Euro nur fürs Bauen. Ich glaube, da liege ich gar nicht mal so falsch. Und da ist ja noch kein Grundstück mit bei. Das muss man sich ja dann auch noch finanzieren. Beziehungsweise vielleicht hat man ja Glück und die Eltern haben noch ein Grundstück. Dann kann man sich das ein bisschen sparen. Aber ich, reine Baukosten für mein Haus, und ich musste viel selber machen, waren auch schon um die 100.000 Euro. Da war aber auch schon der Architekt mit drin und die ganzen Pläne und so. Trotzdem waren das damals schon 100.000 Euro. Vor 4, 5 Jahren. Also da gehen... ich fand das damals immer so lustig, was damals mal so die 5 Euros waren, also die 5-Euro-Scheine. Daraus sind auf einmal 50er geworden, und was damals so die 10-Euro-Scheine waren, zur Bauzeit, als ich angefangen hatte zu bauen, waren auf einmal Tausender. Und die hast du so weitergegeben, die hast du nie gesehen. Da kam dann der Maurer an und sagte dann, jo, ne, Teilzahlung, dies, das, jenes, und ja, da waren dann mal eben schnell ein paar Tausender weg. Und dann kam der Klempner an, ja, wir haben ja, ne, hier vereinbart, auch Teilzahlung. Und dann waren da mal wieder ein paar tausend Euro weg. Also das, ich weiß gar nicht, von der älteren Generation, vielleicht kennt ihr das Lied noch, schmeißt die Fuffis durch meinen oder durch den Block oder so. So ging es mir damals auch, nur dass das keine Fuffis waren, sondern Tausende. Also da ging echt Geld flöten. Ja, kommen wir wieder zurück zum Thema Baum. Wie gesagt, diese kleinen Stücke hier, die möchte ich gerne noch alle einsammeln. Die kommen denn, ja, ich denke mal in die Papierfabrik oder ins Sägewerk. Weil warum soll ich die verschenken? Und wenn denn mal hier alle Stumpen endlich mal weg sind, dann wird das natürlich das Land umgebrochen, gepflügt. Und dann würde ich hier ganz gerne eine Wiese draus machen, einfach um die nächste Holzproduktion, ich glaube Kunstschnitzereien oder so war das, auch abdecken zu können. Weil mit der Wiese können wir dann natürlich Gras anpflanzen, beziehungsweise Heu, können uns dann ein paar Schafe holen. Und mit der Wolle können wir dann die Fabrik füttern. So ist zumindest mein Plan. Dann hätten wir die nächste Holzproduktion wieder abgedeckt. Zack. Und immer wenn wir denn ein bisschen was für die nächste Produktion brauchen, dann wird natürlich das nächste angepflanzt. Ich glaube Eisen, irgendwo müssten wir dann nochmal eine Eisenmine hinsetzen, dass wir dann noch Eisen und Stahl produzieren können. Das brauchen wir, glaube ich, auch für 1-2 Fabriken. Und dann geht es hier auf jeden Fall Schlag auf Schlag weiter. Wir sind ja schon relativ weit, finde ich. Dafür, dass das so wenig Folgen sind, haben wir mit dem Holz schon echt viel finanziert. Und ich möchte natürlich auch gerne, dass das so weitergeht. So. Ja, also
Großteil der Stümpfe sind ja Gott sei Dank jetzt schon weg. Dann müssen wir uns nochmal irgendwie einen Traktor mieten oder kaufen. Wir können ja nochmal Holz verkaufen. Wir können aber auch genügend Holz mal verkaufen, dass wir die anderen gemieteten Maschinen, wie zum Beispiel hier auch die Stumpenfräse, mal bezahlen können, dass die auch wirklich uns gehören. Das ist ja leider immer noch gemietet. So, da ist noch ein Stumpf. Aber ich fand die gerade so praktisch, vor allen Dingen da wir so viele Stümpfe wegmachen müssen. Wir könnten hier noch diese kleine Ecke Wald wegmachen. Wir können es aber auch einfach lassen. Können wir auch später machen. So. Wir wollen ja später auch ein bisschen was zu tun haben. Auf die Stümpfe, fertig, los. So. Aber mit dem Gerät, das geht hier echt fix. Ne? Kaum bist du rangefahren, ist der Stumpf auch schon runtergefräst. Und dann klappt das alles. So. Gehen einmal weg. Also das Hauptthema hier, das Hauptthema soll hier auf jeden Fall Holz bleiben. Und die Landwirtschaft soll dann so ein bisschen nebenbei betrieben werden. Also die soll nicht die soll nicht überwiegen. Dafür haben wir denn andere Projekte, wo die Landwirtschaft definitiv im Vordergrund ist. So. Ja, ein paar Stümpfe sind hier leider noch. Also Bäume fällen macht ja echt mega viel Spaß, ne? Stümpfe entfernen ist dann ja so ein bisschen Geduldssache. Obwohl wir schon die besten Maschinen dafür einsetzen. Ja, auch die Bodentextur finde ich, habe ich gerade super ausgewählt, so dass ich auf jeden Fall alles, was ich dann nicht so gut abgesägt habe, wie so einige Stümpfe, dann wunderbar erkennen kann. Ach, da war noch einer. Den hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Aber gut. Wunderbar. Dann haben wir jetzt noch diese kleine Ecke mit den Stümpfen. Und hier natürlich noch jede Menge Holz rumliegen. Verkaufen ist natürlich ein Thema. Einlagern ist natürlich das nächste Thema. Das kann man ja natürlich auch. So, den Stumpf nochmal weg. Aber das wird sich in den nächsten Folgen dann garantiert auch ergeben. So, den weg. Den weg. Zack. Es läuft. Ja, mehr als begeistert. Ja. Dann können wir, na, mit ein bisschen Glück, können wir in der nächsten Folge denn schon anfangen, hier das Gras anzupflanzen. Ich weiß nicht, ob wir das diese Folge noch schaffen mit dem Pflügen. Müssen wir mal schauen. Dann wisst ihr auf jeden Fall, was uns bevorsteht. Und da die Zeit ja auf 3 läuft und ich die auch gerne auf 3 laufen lassen möchte, laufen natürlich auch die Fabriken relativ schnell. So. Na komm, der letzte Stumpf bringt Ärger jetzt, oder was?
Wunderbar. Schlümpfe sind weg. Und irgendwie, ich weiß nicht warum, hebt meine Palette ab. Also ich hatte mir eine, ich nenne es mal Limo-Palette, also mit Dosen bestellt. Und die habe ich auf meiner Armlehne erstmal abgestellt gehabt. Und ich glaube, die will irgendwie fliegen lernen. Die kippelt. Kennt ihr das, wenn ein Gegenstand so langsam abrutscht, wo ihr dann noch denkt, ja, ihr habt noch eben schnell, könnt noch mal eben schnell was anderes machen und dann ist sie weg. So fühle ich mich auch gerade. Und das scheppert denn und das saut rum, wenn die Dosen kaputt gehen. Wie gesagt, Limo. Also jede Menge Zucker. Da ich ja nicht so gerne Alkohol trinke, sondern lieber eine Limo, ist das naheliegend. Gut, gucken wir nochmal nach den Fabriken und dann gucken wir auch nochmal nach dem Traktor. Wie gesagt, Bodenbelege läuft. Drechsel läuft auch. Papier bekommen wir auch. Hat sich da was getan? Ich weiß nicht, sehen wir am nächsten Ingame-Tag. Erstes Sägewerk 1. Ach, kann man die eigentlich umbenennen? Nee, ne? Aber ich könnte es upgraden. Also ich habe einen Mod mit drauf, dass man aus den Sägewerken oder aus den einzelnen Produktionen muss man einen gewissen Geldbetrag zahlen, dass sie denn die Produktion verdoppeln. Das könnten wir zur Not sonst auch nochmal machen. Aber das erste Sägewerk, ja, ist voll. Läuft auch sehr gut. Und das zweite Sägewerk läuft auch sehr, sehr gut. Wunderbar. Dann können wir mal... Habt ihr irgendwie einen Wunschtraktor? Weiß nicht, wünscht ihr euch irgendwie einen? Was hatte ich denn noch nicht? Beziehungsweise Valtra sieht man bei mir ganz selten, ne? Oder JCB. Beziehungsweise bin ich gerade so der Meinung, dass man den Valtra oder einen Valtra sehr, sehr selten bei mir sieht. 3 Punkte, aber du hast keine Zapfwelle. Ich hätte gern, ja, das Gewicht ist schön, gut und nützlich. Ja, okay, dann lässt du die 3 Punkte dran. Größte Motorleistung. Radgewichte. Ich bin ein Freund von Breitreifen mit Gewichten. Frag mich nicht, ich finde, das sieht optisch ansprechend aus. Aha. Skyview oder Standard? Sieht ja bald auch aus wie so ein Raumschiff, ne? Sieht anders aus, aber cool. Ach, da ist denn noch so ein Panzer drumherum für einen Forst oder was? Also Skyview heißt ja eigentlich Sky-Himmel, ne? Bessere Sicht. Oder bessere Rundumsicht. Wo ich sagen muss, die hat man so jetzt auch, aber... Na gut, egal. Wahrscheinlich wurde diese Dachvariante entwickelt fürs Häckseln, denke ich mal. Oder ne, fürs Abfahren. Dass sie da versucht haben, irgendwie einen Stein ins Brett zu kriegen. Um vielleicht so die Verkaufszahlen ein bisschen anzukurbeln. Wenn ihr wisst, warum das entwickelt wurde, schreibt es gerne rein. Panoramafenster. Zweite Tür. Ich hätte gern ein Panoramafenster, wenn ich mir das schon aussuchen kann. Denn Staufachvariante. Ich bin ein sehr großer Freund von Staufächern. Ja.
Eigentlich mülle ich die immer voll und fange dann erst an aufzuräumen, aber Innenraumvariante. Ich bin ein Freund von Weiß. Frontlader an, Bau. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, lasse ich jetzt einfach mal weg. Das ISA-System. Ja, Precision Farming, ne? Obwohl den Mod, schmeiße ich den runter? Ich glaube, den schmeiße ich runter. Dann lasse ich das einfach mal weg. Dann mieten wir uns jetzt einen Valtra. Die EQ-Serie. Und wer hätte es gedacht? Ich hoffe, ich habe den Flug auch mit drauf. Jo, habe ich. Den kann man da ordentlich Strecke machen. Ich hätte den allerdings ganz gerne in Valtra Schwarz. Wunderbar. Und dann ist auch schon relativ viel Geld wieder weg. Ich wollte mir noch einen kleinen Kipper oder irgendwas mieten, ne? Eine Mulde? Oder einen kleinen Anhänger? Ich gucke schon viel zu weit hinten. Muss gar nicht so groß sein. Ja, komm, ich miete mir eine Mulde. Am besten oder am liebsten auch in Valtra Schwarz. Wunderbar, nochmal 1800 Euro weg. Und dann sammeln wir jetzt erstmal die letzten Stöcker ein. Sieht aber gut, der Valtra. Muss ich ehrlich zugeben. Also mit dem schönen Panoramadach, das hat was. So. Ja, denn. Hier liegen noch einige rum, ne? Wenn ich sie jetzt, ja, da tauchen sie wieder auf. Je nachdem, wie man die Sicht eingestellt hat. Beziehungsweise je nachdem, wie gut die Grafikkarte ist. Wenn ihr auf der PlayStation spielt, dann habt ihr ja eine standardmäßige Grafikkarte eingebaut. Wenn ihr ja mit einem PC spielt, ist es ja so das Thema, welche Grafikkarte habt ihr auf eurem PC oder in eurem PC, um natürlich die Sichtverhältnisse eurer PC-Leistung anzupassen. Jetzt habe ich es. So. Der will nicht. Aber du kommst da auch bitte rein. Wunderbar. Habe ich hier? Nee. Noch mehr habe ich. Doch, habe ich. Ich wusste es doch. Irgendeinen Stock habe ich vergessen. Oder ich habe ihn rübergeschmissen. Ast, Stock, wie auch immer. Ja. So, hier hinten liegen noch welche. Fünf Stück noch. So. Na, komm. Ein. Eins. Zwei. So, drei. Vier. Und da ist die Nummer 5. Wunderbar. Ja, dann können wir anfangen zu fliegen. Allerdings würde ich sagen, da ich schon eine halbe Stunde, ey, die Zeit rennt, ey. Wenn du auf was Bock hast, dann läuft die Zeit so weg. Ja, ich würde jetzt gerne die Folge beenden. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wie gesagt, wenn es euch gefällt, vielleicht habt ihr ja auch noch ein paar Ideen, was man hier in dem Projekt machen kann. Gerne reinschreiben. Habe ich kein Problem mit. Beziehungsweise würde sie natürlich auch gerne nutzen. Freue mich, wie gesagt, wenn ihr beim nächsten Mal mit dabei seid. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao, macht's gut, lasst euch nicht ärgern. Bis denne, tschüssi.